Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Sea of Stars. Ja, dann würde ich mal sagen, ziehen wir hier weiter. Wir ruhen uns nochmal aus und dann geht's hier weiter. Wir müssen noch zwei Totenköpfe holen, beziehungsweise irgendwelche Mini-Bosse da besiegen. Das werden wir machen. Gehen wir mal hier links rüber. Machen zuerst die linke Seite hier weg. Ja, wo auch wieder so ein Magier rumbrettert, der irgendwie rumballert. Oh, das war saudämlich. Gut, und wir haben so einen Massenheiler dabei. Wir haben die Ghouls dabei. Ja, könnte alles ein bisschen stressig sein. Gucken wir einfach mal, dass wir im Sprintschlag schon mal eine schöne Eröffnung hinbekommen. Jo, so machen wir das. Mal gucken, ob ich da jetzt das Timing hinbekomme. So, muss man nichts drücken und jetzt am Schluss einmal. Fast. Naja, egal. Muss ich gucken, wann er die Hand hebt oder sowas. Machen die Ghouls da immer verschiedene Magieangriffe, die aber nicht, wo nicht immer klar ist, was da kommt oder was? Mondarang. Man könnte vielleicht reichen, wenn ich ihn oft reflektiere. Der macht schon viel Schaden. Mal gucken. Da hauen wir sie gerade alle weg. Wenn ich es hinbekomme, das Reflektieren. Manchmal stelle ich mich ja unfassbar dämlich an. Aber das sieht schon mal gut aus, dass wir zumindest mal ein, zwei Gegner wegbekommen. Oh. Naja, trotzdem ganz gut. Jo, der kann seine Heilung machen. Hauen wir den noch weg. So, schön. Ich denke mal, er macht die Heilung, oder? Oder greift... Ah, ne, er macht sogar einen Angriff. Ah, der doofe Schuss da. Ein schöner Schuss ins Gesicht. Traumhaft. Schön. Magie zurückgeholt. Alles klar. Easy going. Traumhaft. So, hier geht's irgendwie nach oben. Oh je, da ist doch noch mehr zu machen eventuell. Gut, egal. Gehen wir mal hier weiter. Oh, das sieht Enterhaken-mäßig aus. Vielleicht geht's hier noch gar nicht weiter. Muss ich doch zuerst nach rechts, könnte das sein. Oder ich habe was übersehen, ist egal. Da gucken wir zuerst mal rechts rein. Hier darf ich ja nicht rein. Nee, ist zu. Hat jemand einen Enterhaken zufälligerweise für mich? Hier ist direkt Boss mit einem Enterhaken vielleicht. Bitte, bitte. Ja, das sieht schon zumindest mal so aus, als ob es hier weitergehen sollte. Lalala. Geh mal hier rüber. Hört man mich? Jo, Mikrofon. Wäre geil, wenn du läufst. So, und dich werde ich backsteppen. Und einen schönen Kampfangriff haben. Erster Move, wie auch immer. Ey, heute war die Arbeit nochmal so stramm. Ich bin richtig müde, also nur das dazu. So, machen wir einfach wieder das Gleiche. Sprintschlag auf alle. Vielleicht hätte ich besser den Magier zuerst ausgewählt, weil ich denke mal, der erste kriegt mehr Schaden. Jetzt gucke ich mal drauf, was passiert. Genau, wenn er die Hand wahrscheinlich hebt oder unten diesen Tanz da vollführt. So. Mondarang können wir auch wieder machen auf ihn hier. Da ist der ziemlich sicher schon mal weg. Dann nervt der schon mal nicht. So, und jetzt hoffentlich mit ein bisschen Timing kriegen wir das Ganze mal hin. So, gucken wir lieber oben auf unsere Heldin. Ich glaube, das ist einfacher, wenn man die fokussiert beim Timen. Jo, das ist einfacher. Weil sonst habe ich immer geguckt, wo schießt sie hin und so. Wenn man aber auf die Heldin guckt, ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher. So, wir gehen hier mit vollem MP raus, würde ich sagen. Das ist der Anspruch, den wir haben. Und das werden wir auch hinbekommen. Jo, hol du dir mal MP mit. Gut, alles klar. Sehr schön. Sehr, sehr nice. Ein bisschen XP und irgendeinen Hebel, den wir ziehen können. Okay, dann kann ich da oben, glaube ich, drauf springen oder so. Ah, und kann wieder den Hebel ziehen. Sehr schön. Dann springen wir hier rüber. Das bringt mich jetzt nicht weiter, leider Gottes. Dann gehen wir hier oben weiter und kriegen den Enterhaken. Enterhaken, Enter... Magier, bleib locker. Enterhaken. Gespenstischer Umhang gefunden. Okay, was ist das? Ausrüsten. Noch muss. Was war das jetzt? Das war doch... Achso, das hier wahrscheinlich. Ja, genau, für sie. Okay. Ein bisschen deutlich mehr MP... Magieverteidigung. Warum nicht? Bin ich dabei? Gut. Nett. Hol mal mit. Die muss eh mal ein bisschen was aushalten. Allerdings... sind wir nicht dort gelandet, wo ich landen wollte. Da können
könnte ich wieder runter? Hier könnte ich runterspringen. Ah, nee. Ah. Ah, okay. Wichtig. Sehr wichtig. Weil, dann hole ich den so zurück. Genau, weil dann kann ich da hinten drauf springen. Jetzt müssen wir das typische Ding in dem Spiel machen. Verändere irgendwas in der Zukunft, um wieder nach hinten zu gehen und dann wieder was anderes machen zu dürfen und so. Also wisst ihr, wie ich meine? Irgendwas zurücksetzen, um dann das Rätsel zu lösen sozusagen. Was wir jetzt ja gemacht haben, um dann hierher zu gehen. Gut, alles klar. Das haben wir ja oft in irgendwelchen Räumen, dass man das Rätsel wieder resetten muss, so auf die Tour. Oder das, was man, den Hebel, den man mal gesetzt hatte, dass man den wieder zurücksetzt. So, ich glaube, hier sind wir richtig. Denke ich. Was ist das da? Ah, könnte auch so eine Enterhaken-Position sein, dass wenn ich da hinten drauf gehe, hier so ein Ding rauskommt, wo ich dann drauf mich ranziehen kann. Sieht schwer danach aus und hier unten ist eine Sackgasse. Eine Falle. Magier nervt nicht. Schade. Kein Backstep. So, Magier will gleich angreifen. Ich stelle mich mal dumm, naiv an. Ist egal. Hol mir MP, um gleich hochheilen zu können. Oh, okay, der haut rein. Den machen wir mal weg. Genau. Der nervt schon mal nicht mehr rum. Alle Helden... Achso, er ernährt sich da wieder an anderen. Kann er machen. Hat dem mal schön eine gegeben. Ja gut. Was war das nochmal? Achso, genau. Ein starker Angriff war das. Dann machen wir das mal. Ja, der ist schon stark. Die geht schon gut ab. So, und dann hauen wir den noch mit Nahkampfangriffen weg, ne? Holen uns die MP wieder sozusagen. Magiepunkte, yay! Yeah. Oder er haut meine ganzen Leute um jetzt. Wäre auch bitter. Heilt er sich jetzt? Traumhaft. Ja, der macht irgendwelche Zauberdinge, macht er da immer. Kann er machen. Greift wieder in einer Runde an, ist mir egal. Egal, wie der dann umhaut. Ich hole mir meine Magiepunkte. Oder jetzt macht er einen Flächenblitzangriffen, alle sind tot. Was macht der da immer? Jetzt mal voll im Ernst. Was ist denn das? Will der mich verarschen? Das kann doch nicht wahr sein. Die Ghouls verarschen mich hier. Und zwar richtig. So, Skills. Hier, mach mal ein bisschen Heilung hier. Gut, so gehen wir in den nächsten Kampf. Hier können wir wieder hoch. Da geht nichts, wollte ich gerade sagen. Können aber hier hinspringen und dort dann den Enterhaken holen. Yay, gib mir den Enterhaken. Da ist er. Das sind immer die großen Dinge, oder? Hier, Enterhaken. Der heißt auch wirklich so. Geil, wusste ich gar nicht. Weil off-cam habe ich mir noch gedacht, ob das Ding überhaupt Enterhaken heißt, was man hier bekommt. Keine Ahnung. Drücke B, um einen Enterhaken zu werfen. Zum Festhalten an Ankerpunkten, Feinden und... Ah, Feinden. Weil an der anderen Stelle ist doch so ein Feind erschienen. Der Magier da. Feinden und erkletterbaren Oberflächen. Nice. Cool. Wir kommen wieder einen Schritt im Spiel weiter. Wie ist das eigentlich, wenn man ins New Game Plus geht? Da hat man ja auch nicht alle Helden immer wieder am Start. Das ist ja auch doof, ne? So, und jetzt können wir hier, das habe ich mir nur gedacht, halt so off-cam, ja, wie man dann so durchs Spiel schreiten kann dann eigentlich, wie das dann so abläuft. Weil die Helden ja unterschiedliche Dinge dann anhaben, also Ausrüstungsgegenstände und so weiter und man die ja vielleicht dabei haben möchte. Aber das ist aber schon sehr cool gemacht hier. Und das geht dann nicht, weil man im New Game Plus, wie gesagt, nicht jeden Char immer wieder am Start hat und so. Finde ich ein bisschen schade eventuell. Lösen das andere Rollenspiele eigentlich anders? Weiß ich gerade gar nicht. So, so kommen wir wieder zurück. Was ich jetzt hier nicht gesehen habe, war ein Totenkopf-Typ. Habe ich doch gar nicht bekommen. Achso. Nee. War hier noch was? Keine Ahnung. Ich fahr mal rüber. Alles vergessen. Ach so, hier war der Magier, genau. Und da kann ich mich rüberziehen. Komm her, Magier. Hallo. Genau, da kann ich mich rüberziehen, sogar noch einen ersten Angriff machen und kann noch Dinge mitnehmen. Hier so eine Regenbogen-Dingens. Angriff. So, das war also hier. Ich dachte, das wäre in dem anderen Raum gewesen. Ich bin schon völlig verpeilt, sorry. So, zwei Angriffe überlebt der erste schon mal nicht.
sage ich mal. Genau, überlebt er auch nicht. Der zweite Angriff kommt von Valer, die sich auch ein bisschen MP zurückholt. Das war's mit ihm. Und sie darf desorientieren, hat das aber gar nicht. Traumhaft, also kriegen wir doch auf den Sack. Sehr schön. Da hat er wieder taktiert, der gute Monty. Was macht der da? Aha, ich hab geblockt. Jo, darf der direkt wieder? Sind schon nicht cool. Du darfst nicht wieder. Schön. So, haben wir eine Regenbogenschnecke noch. Sehr gut. Ich dachte jetzt eigentlich, dass hier oben der Boss rumchillt. Was ist das hier? Ah, da, so kommen wir wieder zurück. Ach, Quatsch, falscher Button. Wo war denn hier der Boss? Ah, da oben. Ah, ja, da muss ich mich hochziehen. Alles klar. Gecheckt. Vergessen. War da mal ein Gegner oder so? Gut, hier kommen wir halt zum Boss, ne? Nehme ich mal an. Wir sind ultra angeschlagen. Items. Hauen wir uns mal eine Pilzsuppe rein. Was soll's? Deswegen haben wir den ganzen Quatsch ja dabei. Magier, Magier, bleib stehen. Nee. Ey, ne? So ist... Oh! Und direkte Dicke auch noch dabei. Na, traumhaft. Wir machen trotzdem zuerst mal die Ads weg. Skills, Sprintschlag, auf alle bitte. Autsch. So, gucken wir auf seine Animation. Jawohl. Ich glaube, das war ein gutes Timing, oder? Jetzt ballert der wieder rum wie wild. Das hätte können schon bös enden, wenn wir da jetzt uns nicht vorher geheilt hätten. So, und da würde ich sagen, Mondarang oder Mondschild. Mondschild! Das kriege ich zwar direkt auf den Sack, aber trotzdem. Heilt uns ein bisschen und hält uns im Spiel und so ein Kram. Blocken hilft leider nichts. Sie hauen sich hier gegenseitig wieder eine rein. Können sie machen. Skills, Giftsalü nochmal auf alle. Könnte man machen, sind auch alle im Arsch. Komm, machen wir das. Ich glaube, dann kriegen die schon ordentlich auf den Sack. Alter. Okay, schöner Schaden. Jo, da hauen wir rein. Wechselt er gleich seine Haltung wieder oder so, ne? Jo, macht hier einen auf Berserker, kann er machen. Autsch, Alter. So, hier, ziehen wir uns die Energie rein und hauen uns einfach die MP wieder hoch, ne? Ich glaube, die Pfeile da ist einfach nur Angriffsboost, kann das sein? Die sind jetzt angriffsmäßig geboostet, die Gegner da. Kann da, ich denke mal, so ist es, oder? Könnte ich mir vorstellen, dass die anderen sich auch immer einen Angriffsboost dann jeweils an den eigenen Leuten zum Beispiel holen. Geht hin, fresst seinen eigenen Typ da an und kriegt dann einen Angriffsboost oder so, ne? Könnte so zu verstehen sein. Ja, das lief doch schon mal ganz gut. Wir haben auch die Regenbogenschnecke hier vor Ort geholt. Ich habe jetzt nicht den Anspruch, alle Regenbogenschnecken da zu finden. Ist das eine Baldur's Gate-Anspielung eigentlich hier so ein bisschen mit dem Totenkopf und so? War doch Baldur's Gate 1 und so. Ja, ich habe also nicht den Anspruch, alle Regenbogenschnecken zu finden. Es wäre geil, wenn es mir gelingt, aber das ist bei solchen Games dann... Könnte es ein bisschen mühsam werden. Müssen wir mal gucken. Vielleicht mache ich es irgendwann... Ah, jetzt bin ich wieder an der Stelle. Und kann wieder raus. Wie bin ich denn ursprünglich dann hier weitergekommen eigentlich? Achso, ich bin hier hochgeklettert irgendwo, oder? Wie kam ich denn ursprünglich hier rüber? Hat schon voll vergessen. Wie ging das? War hier was? Keine Ahnung. Oder bin ich irgendwo runtergesprungen oder so? Ich hab alles vergessen. Egal. So, gut. Dann gehen wir weiter. Auch wenn der Herr alles vergisst. So. Oder bin ich woanders reingekommen? Das kann auch sein. Bin ich... Nee, Quatsch. Nö. Keine Ahnung. Ich check gerade wieder gar nichts. Brutal. So, und da würde ich sagen, ja, ein bisschen Zeit haben wir ja auf der Uhr. Weil ich heute einfach nicht so fit bin. Ihr merkt es vielleicht an meiner Kommentierqualität. Sorry, die ist echt für den Arsch heute.
Aber da machen wir in der nächsten Folge hier an der Stelle weiter. Ich werde ein bisschen pennen gehen und wie gesagt, da geht es hier weiter. Macht auf jeden Fall Laune. Hier unser Enterhaken gibt uns auf jeden Fall absolut krasse neue Möglichkeiten. Das ist natürlich echt nice. Wir kommen cooler, schneller durchs Game. Haben schon mehrere Stellen gefunden, wo der ganz sinnvoll werden könnte. Und ja, öffnet uns das Spiel wiederum etwas. Ich freue mich auf die nächste Runde mit euch. Wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.